So, Leute, willkommen zurück zu PvP Action! Wir sind in Auge des Sturms angekommen. Wow, wer hätte gedacht, dass ich das mal nicht mit Festung der Stürme verwechsel. Und wir dürfen mal wieder zeigen, was wir drauf haben. Ich bin froh, ganz ehrlich, dass wir uns mal nicht so in Gebieten wie Kriegsheim, Schlucht und Zwillingsgipfel begeben. Wird doch mal Zeit, dass wir ein bisschen auch ein paar Maps spielen, die unter unserem Radar sind, wobei ich das schlecht beeinflussen kann. Ich könnte natürlich sporadisch sagen, ich suche mir ein paar Maps aus und wir spielen. Aber ich finde es immer gut, dass wir lieber so in random BGs reingeworfen werden. Nicht nur, dass man da ein bisschen auch noch ein paar, ja, sagen wir mal, ein bisschen Gimmicks sammeln kann, aber auch bleibt das ein bisschen abwechslungsreich. Deswegen bin ich mal froh, dass wir auch mal Auge des Sturms spielen dürfen, denn das spielen wir recht wenig, so viel ich mich erinnere. Da gibt es deutlich andere Maps. Kriegsschirm schon so ein Gipfel. Aber, aber ich kann dafür leider nichts. Wir müssen das erstmal so akzeptieren, wie es ist. Und wir haben erstmal die Flagge gesichert. Finde ich sehr, sehr schön. Und wir werden das nutzen, definitiv werden wir das nutzen, um nochmal ein bisschen Druck zu machen. Nämlich Druck auf jeder Art und Weise, die es nur gibt. Der Flaggenträger wird zwar ein bisschen angegriffen, sollte uns aber gar nicht mal so großartig interessieren. Der Typ ist auf jeden Fall schon mal so dran, ein bisschen Stress zu machen. Sollte ich ihm helfen? Nee, der ist tot. Der ist tot. Dem zu helfen, dem ist nicht mehr zu helfen. Sagen wir es mal so. Dem ist schon mal auf jeden Fall nicht zu helfen. Ich finde es uncool, dass sie die Flagge jetzt schon abgeben, aber wenn man so die Mitte absaved, funktioniert das. So, DR kommt gleich. DR kommt gleich. DR. Und ich möchte eigentlich nur, ja, meine Stunde nutzen. Ein Magier, den sollten wir eigentlich solomäßig hinbekommen. Außer er wird sich jetzt hier ein bisschen so wie so ein Drecksack ein bisschen rumwimmeln. Das wäre dann nicht so cool. Es sei denn, es ist ein Demon Hunter. Dann haben wir ein Problem. Okay, gut. Wir werden definitiv einen Rückzieher starten. DR kommt. Und DR müssen wir verteidigen. Scheiße, sie sind in DR. Zwei Leute haben DR. Und das ist nicht gut. Ich hätte meine Position nicht so gerne verlassen sollen. Das ist jetzt auf jeden Fall uncool. Sehr, sehr uncool. Aber ich dachte, vielleicht irgendjemand verlässt dieses Gebiet und lässt uns da so ein bisschen, oder hilft uns dann ein bisschen vielleicht was zu machen. Sah nicht so danach aus. Gut, wir hauen erstmal die schweren Jungs um. So ein Tank ist auf jeden Fall ziemlich tanky-mäßig. Das heißt, wenn wir den erstmal so weit weghauen, wie nötig, dann haben wir schon mal den größten Angreifer hinter sich. Also, ach, betäubt. Oh, nee. Ah. Kommt, Jungs. Okay. Jetzt wäre mir auf der Seite recht, wenn mir mal jetzt jemand hier helfen würde. Nicht nur vorne und hinten, sondern mir auch mal ein bisschen zur Seite stehen. Fuck, ich kassiere ein bisschen was. Gegen zwei Leute ist es auch echt uncool. Echt uncool. Wir haben zwar unsere Möglichkeiten, uns hier zu retten. Oh, gechokeslampt, nee. Vor allen Dingen, wir konnten nichts ausrichten. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße auf jeden Fall. Wir werden erstmal uns zurückziehen und eine andere. Alter Schwede! Gehst du mir mal endlich nicht auf die Nüsse? Oh, unschön. Sehr unschöner Start. Ja. Das ist auf jeden Fall ein unschöner Start. Vor allen Dingen, die Flagge wurde gekillt. Oder auch nicht. Oder einfach nur getauscht. Keine Ahnung, was passiert ist. Jetzt heißt es eigentlich nur hinhalten. Hinhalten und vielleicht versuchen, auf der einen oder anderen Seite ein paar Kills oder ein paar Punkte einzunehmen. Ich meine, den DR haben sie, glaube ich, soweit stabilisiert. Auch wenn es gerade anfangs Probleme gab. Wenn man sich vielleicht nochmal darauf fokussieren würde. Okay, okay, wie sollen wir jetzt die Flagge? Okay, okay. Ich weiß jetzt, okay, ich habe verstanden, wieso er da die Flagge abgegeben haben. Da waren schon noch ein paar Angreifer mit am Start. Wir werden ihnen auf jeden Fall nicht helfen. Für ihn ist die Hilfe viel zu spät. Wir müssen uns darauf priorisieren, erstmal die Flagge abzusichern, dass hier niemand auf die dummen Gedanken kommt. Ja, komm. Lassen wir ihr ein bisschen Hoffnung. Und nehmen sie dann ganz schnell raus. Wir müssen erstmal nur dafür sorgen, dass keiner hier ansatzweise eine Belästigung macht. Nee. Nee. Gut. Soweit habe ich es erstmal abgesichert, dass die Leute hier die Flagge nicht in die Hände bekommen. Blizzard, uncool. Uncool. Ich muss jetzt warten, bis der... Ja, genau darauf habe ich gewartet. Bis der Kollege Heiler hier mal schwerer zu treffen ist. Oh, nee. Warum werde ich gefokust? Beim Heiler kann ich es ja noch verstehen, aber wieso ich? Was habe ich getan? Wieso, Bruder? Warum? So, Demon Hunter, Flächenschaden geht mir auf den Sack. Haben wir keinen Respekt vor? Haben wir keinen Respekt vor? So, Tod ist ja auch... Ich glaube, das müsste eigentlich auch nochmal wieder die Flagge sein. Finde ich nice. Also hat sich unser Hinhaltespiel deutlich ausgezahlt. Hat sich gelohnt. Heißt für uns eigentlich nur noch verteidigen. Ab und zu mal... Okay, DR kommt was.
Ich habe noch eine Rechnung offen in DR. Da muss ich noch ein bisschen was gut machen dafür, dass ich ein bisschen verkackt hatte auf der einen oder anderen Seite. Ah, ja, ich weiß, wer das ist. So, Kollege. Wir haben noch eine kleine Rechnung offen von letzten Mal. Erinnerst du dich an mich, du kleiner Scheißer? So, nochmal ein Nierenhieb für den Fall der Fälle. Oh, Gespensterwandlung. Oh, cool, das kann man sogar unterbrechen. Finde ich auch nice. So, du gegen mich, kleiner Mann. Du gegen mich. Du siehst zwar aus, als könntest du was, aber ich glaube nicht. So, nochmal ein Stun rein. Oh, scheiße. Die DR, der DR wird noch... Ja, nee, ich glaube, ich nehme mir dann... Ich nehme mir... Okay, er ist in die Luft geflogen. Da kann ich ihm leider nichts mehr antun. Ich wollte gerade sagen, sonst wäre vielleicht logischer, erstmal den Demon Hunter zu töten, weil der Tank ist ein bisschen schwieriger von wegzuhauen. Vor allen Dingen, wenn der die ganze Zeit sich hier mit Selbstheilungen zudröhnt. Irgendwann muss ihn das aber niederstrecken. So, spätestens, wenn jetzt 5 Sekunden drauf sind. Das reicht. Das müsste... Nein! Er hat sich davon gerettet. Ach, da haben wir das. Da haben wir den Übeltäter. Da haben wir den Übeltäter. Verstehe, wieso hier gar nichts gerade läuft. Wieso er hier sich mit bombastischen Selbstheilungen die ganze Zeit am Leben hält. Ist ja auch klar, wenn hier irgendwo einer ist, der sich... Ja, viel Spaß, dich jetzt erstmal mit dir selber zu beschäftigen. Wird auf jeden Fall ein toller Anblick. So, 5 Sekunden an Timeout für dich. Müsste eigentlich, wenn wir jetzt hier vollbomben, ausreichen. Nee, heiliges Licht kannst du auch knicken, Kollege. Kollege, Kollege. Kollege, der traut sich was, der traut sich was. Aber das reicht nicht. Das reicht definitiv nicht so. Jetzt können wir es nochmal probieren. Wo waren wir wo waren wir stehen geblieben, Kollege? Nein, können wir nicht. Irgendwo ist noch ein Heiler. Da haben wir den Kollegen. Junge, 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 Junge. Das ist ja mal ziemlich eine nervige Angelegenheit. Sie haben zwar die Flagge erobert, aber ich glaube, einmal können wir ihnen das Ganze gönnen. Hauptsache jetzt... Schattenheilung kannst du vergessen. So, ein Stun rein. Wichtige Stunts, tot. So, Angreifer, der letzte seiner Art. Der letzte seiner Art. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange du es gegen so eine große Menge an Leuten aushalten willst. Also, da Selbstheilungen hin oder her, da werde ich noch nicht mal Vendetta droppen. Das war's für dich, Alter. Das war natürlich scheiße, weil wir dadurch eine Flagge verloren hatten. Aber das war auf jeden Fall etwas, das gemacht werden musste. Weil sonst hätten die hier noch den Drehneiturm weggeholt und das wäre auf jeden Fall eine unschöne Sache geworden. Deswegen, einen Punkt mussten wir abgeben, aber sagen wir es erstmal so, großartig schlimm ist das jetzt erstmal nicht. Ne? Also es ist natürlich ein bisschen Punkteverlust, aber wenn wir dadurch erstmal dafür gesorgt haben, dass es weiterhin nur bei 2 zu 2 Basen bleibt, funktioniert das doch erstmal so. Nee, Heilungen definitiv nicht. Definitiv nicht. Solche Leute direkt aus dem... Direkt rausnehmen, so. Und hier nochmal schön fokussieren. Für diese Menschen haben wir kein Mitleid. Oh, betört? Nein. Sicherheitshalber gehe ich sogar schon mal in meinen Mantel der Schatten. Für die Scheiße habe ich keinen Bock. Nochmal hier betört zu werden, das ist die größte Kacke. Vor allen Dingen in Auge des Sturms, Alter. Ich kenne eure Scheißtricks, ihr Drecksäcke. Das, was ihr tun werdet, ist, das möchte ich nicht miterleben hier. Von der Klippe geschmissen zu werden, wie so ein Depp. Da möchte ich ja lieber wie ein Druide lieber hier so einfach so ganz normal weggestoßen werden und nicht so die Kacke da, die einen erwartet. Das ist mir dann zu dämlich. Das ist mir dämlich. Ja gut, ich habe meinen Job erledigt. Ich hab hier eigentlich nichts mehr verloren. Ich werde mich zurückziehen und das Ganze ein bisschen genießen. Wir hatten ja das... Bitte? Wie bitte? Okay. Ja, komm. Zu zweit? Zu zweit? Okay, jetzt reicht's aber langsam. Jetzt reicht's aber langsam. Hin oder her, Dämonenjäger, aber schnipp, schnapp, schnupp, du bist tot. Oh, nein, 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 nein. Okay, ich muss zugeben, hätte mir der Kollege da nicht geholfen, hätte ich ziemlich in den Arsch beißen müssen. Aber das passt schon so. Manchmal muss man auch dirty spielen. Manchmal muss man auch... Oh, Junge, Junge. Was habt ihr alle mit mir? Was ist euer verdammter Problem, ey? Ich habe deine Kollegin hier getötet. Ich kann das auch mit dir machen, wenn es dir Spaß macht. Da kannst du doch gerne jetzt deine Hand auf Dingsbums... Ja, ja, weglaufen, ne? Nee, nee. Also, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Ehre und so. Auf Wiedersehen, Olle. Das ist auf jeden Fall nicht geil. Einfach mal auf mich stürzen und mich attackieren. Und wenn man gemerkt hat, oh shit, der rasiert mir gerade die Eier. Ich hau ab. Nee, 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 nee. Das darf nur Schurken machen. Weil die sind prädestiniert für sowas. Die dürfen ein Arschloch sein. Dafür spielt man diese verdammte Klasse. Mann.
Warum ist das hier gerade so komisch, ey? Wir haben vor allen Dingen einen scheiß Puck verloren. What the fuck? Magierturm, was ist mit... Spuckt auf mich, wow. Yo, danke, danke, danke. Danke, danke. Ich danke. Barack Obama. Yes, we can, my friends. Yes, we can. Ja, nicht so geil, ne? Ein Punkt verloren ist auf jeden Fall... Ja, ich meine, sagen wir es mal so, der Vorsprung ist auf jeden Fall gigantisch. Das wird auf jeden Fall... Guck mal, gerade jetzt, wenn alle Leute stürzen sich jetzt hier auf den einen kleinen, dreckigen Krieger. Ja, ich bin gespannt. Oh, und der traut sich, er möchte es wenigstens... Das fördere ich, dafür habe ich wenigstens noch Respekt. Der Typ versucht es wenigstens. Der läuft der Konversation nicht auseinander, der stellt sich der gerade so. Der denkt so noch so, yo, ich kann noch was bewirken, aber no. Nicht so wie sein anderer Freund hier, Mister, ich hau ab. Yo, komm, Alter. Komm, Digi, ich werde dich sowas von verfolgen und umnieten. Guck mal, der Typ hat auch Bock. Hier, yo, zu zweit. Fress dich voll. Nee, ich weiß ungefähr, wo du... Ah, scheiß Assi. Aber er hat es gespürt. Komm mal her, Alter. Denkst jetzt hier, du kannst dich hier out of the map bewegen. No. Guck mal, Paladin und ich. Was für ein Drecksack. Was ist dein Problem, Digi? Oh, Alter. Nee. Es geht ums Prinzip, Jungs. Es geht ums Prinzip. Komm mal her, Alter. Komm her und stirb. Was für eine Schwuchtel. Was für eine abgefickte Schwuchtel. Nö. Ich hab mir jetzt erstmal einen abgelacht. Das reicht mir erstmal, Alter. Das ist ja richtig erbärmlich, ey. Das, also, ganz ehrlich... Den ganzen Aufwand, den hätte ich doch nicht mal gewartet. Ich hätte einfach gedacht, scheiß drauf, dann sterbe ich. Dann komm, spawn ich wenigstens mit vollem Leben wieder rein. Aber das ist ja... lustig. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Nö, förder ich noch nicht mal, ja. Ihr könnt hier drin halt bleiben. Winken. Auf Wiedersehen, Jungs. Das ist uns scheißegal. Wir nehmen den Punkt da ein und die Flagge und das war's. Das bringt euch auf jeden Fall überhaupt nirgendwo was. Komm, gib einfach den Shit ab und sicher das Ding ab. Das müsste eigentlich das GG gewesen sein jetzt hier. Jawohl. Nur zwei Kills, keine Ahnung, eilig. Gefühlt waren es mal wieder 10, aber theoretisch nur 2. Aber macht nichts. Da haben wir wieder mal gutes Mittenspiel bewiesen. Ne? In der Mitte muss man sich auch ein bisschen behaupten können, weil sonst kriegt man einfach nicht die Flagge. Da muss man sie einfach instinktiv zurückdrängen und ihnen zeigen, wer der Babbo ist. Und das haben wir ihnen definitiv gezeigt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.